Das Gewusel ist wieder da. Tag 3. Und ja, Taschen werden aufgefüllt. Flaschen werden aufgefüllt. Taschen werden abgegeben. Und hier seht ihr Start in Bormio. So, heute die Königsetappe mit über 3200 Höhenmeter, knappe 100 Kilometer. Und da wird schon fleißig aufgewärmt. Das Streckenbriefing läuft gerade und jetzt seht ihr auch mal die Vorderen. So weit vorne bin ich nie, deswegen stecken wir die mal so ein. Wir stehen im Startblock. Die Besten der Besten werden gerade aufgerufen. And of course, there's a bit number Marek Sülze. Damit ging es dann auch wieder ab auf den Start, durch den Startbogen durch und es wird immer entspannter. Das merkt man bei so Etappenrennen. Am Anfang ist auch großes Gewusel und dann wird es immer relativ entspannt die weiteren Tage. Gute Aussicht aus Bormio raus! Was für ein Ausblick hier aus Bormio raus. Sieht mächtig aus. Und ja, heute ist schon deutlich entspannter. Ich finde, man merkt es bei so längeren Etappenrennen. Irgendwann ist es nicht mehr ganz so hektisch am Start. Und von dem her geht es gemütlich in die gut 3000 Höhenmeter rein. Ladenzeit, das ist quasi Frank Musik. Und Frank startet heute übrigens im Fruit Ink Trikot. Der macht ein bisschen Werbung für unseren Blog. Die Stimmung ist gut. Oh, oh, oh. Mega. All night long. But singing. Ja, da sieht man die Straße mal ganz gut. Da oben, wo es lang geht. Ein Team ist vor mir. Die anderen sind hinter mir. Also, heute geht es mir ganz gut. Schauen wir mal. Mega schöne Auffahrt. Die Passstraße rauf. Schaut mal, wie die im Fels hängt. Sieht unglaublich schön aus. Und ja, warm ist es heute. Wirklich, wirklich sehr warm. Aber wollen wir nicht schimpfen. Besser ein bisschen geschwitzt, als wie vom Regen was. Alte Militärstraßen entlang. Die sind immer episch. Das sieht aus wie reingemahlen. Wetter ein Traum. Mir geht es bisher spitze. Und ja, jetzt ist wieder ein bisschen Flachfahren angesagt und dann folgt aber auch ein mega, mega Trail. Jetzt mal mein Moped ein. Süß. Ich habe schon öfter gesagt, ich bin voll der Windschattendrossel, aber diesmal habe ich einen göttlichen Zug erwischt. Vielen, vielen Dank, wer auch immer mich da gerade mitnimmt. Die Windschattenstrecke war deutlich länger, als ich eigentlich dachte. Und derjenige, der mich da mitgenommen hat, der ist super gefahren. Ich konnte mich gerade so halten. Das war schwer für mich, aber machbar. Und wir haben einige Grüppchen überholt. Das ging wirklich wie auf Schienen dahin. Der hat mich auf jeden Fall ordentlich vorangepeitscht. Windschattenstück gut überstanden. Dank meinem persönlichen Helden, der mich in den Schatten genommen hat. Jetzt heißt es für mich verschnaufen, weil bergauf tue ich mir leichter als im Windschatten. Puh, bin ich froh, dass es wieder vorbei ist. Ihr wisst, was betonen bedeutet? Meistens Rampe und auch hier ging es steil bergauf. Da habe ich versucht, euch noch einen kleinen Panoramaschwenk zu geben, mehr oder weniger geglückt. Eine Rampe. Ich probiere es mal zu fahren. Was findet ihr schwerer, gehen oder fahren? Schreibt es mal in die Kommentare. Hier wieder voraus. Mordspanorama, super schön, leichter Wind, eigentlich echt angenehm gerade. Wow, neue Hochebene hat sich gerade eröffnet, sieht so aus, wow, mit den Almrosen, schön. Das wird das auch mal festhalten. Yeah, seine erste. Kleines Teil, seine erste Transalp-Challenge. Sehr gut, meine auch. Und wir geben Gas, oder? Ja. Wen willst du grüßen? Die Claudia. Also ich bin stolz. Es wird schon im Windschatten bei mir gefahren, gell? Schaut's her. Und hier der Frank. Er ist da.
Gibt's ein Bier oder einen Schnaps? Schnaps auch nicht. Hast du nächstes Mal Backe? Nein. Schon, oder? Ja, ja, weißt du, bist. Ja, sehe ich auch so. Ist die Petra schon rübergeflogen, oder? Die hat das Hirn, also Entschuldigung. Das Hirn ausgeschaltet, ja, ja. Das Hirn ausgeschaltet und hat gesagt, juhu, jetzt geht's bergab. Ja, genau. Super. Juhu! Es geht wieder runter. Geil, oh Mann! Runter ist schon besser wie rauf. Yeah, rough face. Oh, oh. Ah, übermütig. Damit ging es in die erste größere Abfahrt. Das war eine recht rasante Hoppelpiste, eigentlich eine bessere Vorstraße, aber eben doch mit größeren Steinchen dazwischen, sodass man schon ordentlich durchgeschüttelt wurde. Und ja, manche hatten da auch schon so ein bisschen zu kämpfen, die Traktion zu behalten. Schöner See! Jiha! Habt ihr jetzt gesehen, wie schnell der an mir vorbeigezogen ist? Was denkt ihr, kriege ich den nochmal oder ist der weg bei dieser Abfahrt? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr vermutet. Da haben wir den fliegenden Abfahrer auch wieder. Aber der fährt trotzdem wie der Teufel. Hey, sauber, du fährst ja wieder Windel. Geil, Hammer. V1 erreicht. Das war jetzt eine ruppige Abfahrt. Nicht schwer, aber trotzdem holprig. Und ich habe tatsächlich 2 Liter ausgetrunken. Mein Camelback ist leer. Zeit zum Auffüllen. Was hast du uns ausrichten lassen? Jetzt nochmal auf Video. Ich soll von der Petra ausrichten, dass euch beide unglaublich lieb hat. Aha. Den Zusatz hat er sich jetzt sauber verkniffen, gell? So ein Hundling. Aber wir sehen uns die Tage noch, mein Freund. Auch wieder ein bisschen so aus, als ob Heidi wohnen könnte. Ich gebe euch gerade mal nochmal einen kleinen Panoramaschwenk, weil wir sind schon wieder ein Stückchen weiter. Und dementsprechend schaut es auch schon wieder ein bisschen anders aus. Dann kam auch schon der erste Trail und ich hatte kurze Zeit mal Hoffnung, dass es bereits dieser lange, coole Trail ist, auf den ich gewartet habe. Aber ja, ihr hört schon, vermutlich war das noch nicht. Trail ja, aber bergauf. Oh no. Ja, Schiebestrecken sind wir ja eigentlich gewohnt, aber ist trotzdem hart und da leiden die Carbonsäulen jetzt mal wieder ordentlich. Sag's mal, wie geht's euch? Gut. Und dir? Ja, ja, passt. Ich bin hinter euch. Unsere Motorradgang kommt auch. Yeah, yeah, yeah. Also keinen richtigen Gipfel, eben Hochpunkt erreicht und dann war ich mir fast sicher, dass es jetzt wirklich in den Trail gehen wird. Auch da sollte ich dann noch mal ein bisschen gebremst werden. Was soll ich sagen? Das war ein klassisches zu früh gefreut Trail ja, bergab erstmal nein. Mist! Oh, vielleicht ist das jetzt aber der Start in den Trail. Hoffen wir das Beste. Hoffen wir das Beste. Ja, das sollte er dann auch wirklich sein. Und lasst euch sagen, der Trail war sehr schön, nicht allzu schwierig, aber mega lange. Und ich schneide ihn euch natürlich ein bisschen zusammen, damit ihr nicht alles schauen müsst. Aber hab so ein paar Highlights drin, hab auch ein bisschen was erzählt, lege euch Musik dahinter und hoffe, ihr könnt die Abfahrt genießen. Hier, aber sieht irgendwie cool aus.
das Allgäu-Team, die scheuche mich immer bergauf. Jetzt kann ich sie auch mal runterscheuchen hier. Danke, danke. Hat er recht. Aber auch sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Jetzt wird er geiler. Er tut sich ein bisschen was. Guter Weg. Guter Weg. Da habe ich rechts vorbei, danke. Jetzt jagen wir die Motorradfahrer hier. Super, danke. Ja. Super. Danke. Vorsicht. Danke. Danke. Oh, aber hier kann ich doch mal vorbeirutschen, oder? Das wäre nett. Danke, Mädels.
So, Vorsicht! So, darf ich da mal kurz vorbei? Vorsicht! Danke! Vielen Dank! Ja! Die Beine sind so leicht, hinterher versetzen ist damit wirklich easy. So, jetzt habe ich wahrscheinlich gerade verschrien. Naja, schön war es nicht, aber rum ist es doch. Ihr müsst verstehen, für Leichner sind die Ärmchen echt so ein bisschen dual. Weil auch wenn wir sonst richtig schwere Sachen machen, machen wir ja ab und zu mal einen Fotostopp. Und alle, die mich jetzt vorbeigelassen haben, die will ich natürlich nicht nochmal belästigen. Deswegen heißt es durchbeißen. Vielen Dank. Bremsen dann doch mitmachen. Auf den Racebikes sind ja nur so Scheibchen drauf. Aber auch die sehr, sehr tapfer. Oh yeah, das ist auch eine gute Stelle. Macht Spaß. Ich habe aufs Schaltauge und dann krabbelt noch jemand aufs Rad von mir. Ein Italiener. Danke für die schönen Trails. Sie gehen weiter. Geht's hier weiter? Hier geht's weiter. 100 Meter dann Straße hat's geheißen. Ja, schade, schade. Aber alles hat irgendwann ein Ende. Weiter geht's auf der Straße. Ihr hört, ich bin schon am Mampfen. Das ist natürlich immer praktisch. Eine super schöne Ortschaft hier. Schaut mal, so schauen wir ins Tal rein. Hier geht es runter, alles bestens. Was für ein Weg hier! Sieht witzig aus! Oh, jetzt ist es dunkel auch noch. Wow, ist es dunkel! Die Chance nutzen und was essen. V2 ist erreicht. Ja, ich warte heute nicht auf den Frank. Nicht drüber. Viele Grüße an ihn, wenn du ihn siehst. Ja, wie gesagt, V2 erreicht. Jetzt wird wieder aufgefüllt. Oh, oh, da hat es jemand eilig. Heute ein schlechter Tag, wenn man es eilig hat, weil so viele Radfahrer verstopfen doch alles. Kann man nichts machen. Hat der Bus auch schon gelernt in der Früh. Und ja, jetzt eben erstmal mampfen und dann geht wieder weiter. Und keine Angst, ich lasse meinen anderen Beinen schon ausrichten, dass ich so frech bin und durchfahre. Ich weiß auch nicht, was läuft und ich habe keinen Bock auf Warten. So, liebe Petra, ich bin jetzt angekommen.
Steckst du Blasen? Der Herr hat gemeint, du bist jetzt 2 Minuten vorne. Ja, ich kann dich fast noch sehen. Insofern bin ich gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, Frank müsste noch irgendwo da sein. Also es gibt widersprüchliche Aussagen hier. Madame sagt, dass es doch länger sind. Petra, ich gebe dir jetzt 5 Minuten. Aber wir sehen uns im Ziel. Für uns geht hier durch die Apfelstauden durch. Ich habe wieder eine Windschattengruppe gefunden. Und danach geht es dann nochmal hier unendlich rauf, bevor wir in den Zielort runterrollen dürfen. So, gerade darf ich noch raus. Also jetzt ist es wirklich stechend heiß in der Sonne. Puh. Naja, ich glaube, das wird noch eine echt harte Auffahrt. Und wie viele Höhenmeter haben wir jetzt noch? 1400. So ungefähr, oder? Ja. Perfekt. Was ist euer Ziel? Ins Ziel kommen. Sehr gut, meins auch. Ich dachte mir schon, was machen die denn alle hier? Aber die kippen sich Wasser über den Kopf. Was für eine gute Idee. Es ist nämlich wirklich mega heiß. Und klar, warum nicht nutzen? Das war wirklich eine super gute, willkommene Erfrischung. Danach habe ich mich fast wie neu geboren gefühlt. Irgendwie gerade idyllisch aus. Vielleicht ist es auch schon mein Gelrausch. Aber ich habe auch mal wieder ein paar Leute vor mir. Deswegen fühle ich mich genau jetzt, falls ihr euch wundert. High five! Damn, damn! Die letzten 600, 700 Höhenmeter wieder aus der Schweiz. Allerhöchsten Respekt. Tolle Tour bis jetzt. Keine Verletzten und ja, es läuft. Oder? Ja, genau. Perfekt. Bis jetzt läuft's noch. Ja, weil auch immer mal wieder gefragt wird, wie man das schaffen kann. In echt, das ist meistens echt schön. Ich habe gerade eine Ratschgruppe gefunden. Der Herr, der winkt, gut, jetzt winken beide, der blaue Herr hat erzählt, er ist 55, macht aber auch so Parkour, oder? Hast du gesagt? Ninja Warrior. Ninja Warrior, genau. Ich habe gerade den Begriff verloren und ist super, super fit. Unglaublich. Und ja, ich dachte schon, ich kann stolz sein mit Mama. Da hat er gleich gesagt, 3 Töchter, 3 Enkelchen. Jetzt halte ich die Klappe und radel lieber wieder weiter. So, Dalla, hinter uns sind auch Leute, die nicht weiterkommen. Naja, aber es läuft schon ganz gut, oder? Everything okay, guys? All good. Perfekt. Ich bin noch mit meiner Ratschgruppe zusammen. Ich glaube, wir haben es gar nicht mehr so weit. Aber jetzt wird es langsam unwegsamer. Mal schauen, was uns der Marc noch alles antun will, bevor er uns zur Zielverpflegung lässt. Ganz herzliches Servus miteinander. Bei mir ist die Petra. Das ist so eine geile Sau, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die fahrt uns in Grund und Boden. Ja, schön wär's. Die ist so mega geil. In echt? Die hat mir jetzt den Berg raufgehaut. Und dann haben sie mich stehen lassen. Übrigens ist es keine Schande, dass er mich stehen hat lassen zum Schluss. Der ist nämlich alle Stone Man. In 2 Wochen bist du sie gefahren, oder? Ja. Hammer. Und jeweils in Gold. Also von dem her. Schaut euch das an. Wir sind so ziemlich auf dem letzten Ritt nach unten für heute. Ein bisschen geht es dann nochmal hoch. Aber nicht mehr die Welt. Ich glaube, ich kann sagen, jetzt haben wir es so gut wie geschafft. Ich denke natürlich auch fest an meine 2 Männer. Nico und Frank. Ich hoffe, die flocken auch fleißig und natürlich, dass es denen gut geht. Schaut mal, da ist gerade Kuhversammlung. Wie lieb. So, jetzt geht's wieder weiter runter. Mal sehen. Oh. Ciao. Okay, es geht doch wieder rauf. Verdammt. Runter. Der Trail war zwar nicht mehr so lange, aber auch nochmal super schön. Vielleicht noch ein bisschen einfacher als der andere, aber es hat gerade so einen richtig schönen Flow gegeben und wirklich viel Spaß gemacht. Okay, aber irgendwann ist man auch einfach dankbar für Abfahrt, muss man zugeben. Trotzdem, der war cool. Nach rund 3000 Höhenmetern müssen wir noch über den Baum drüber klettern. Ich war kurzzeitig nicht sicher, ob das eine Fata Morgana ist. Aber nein,
der liegt da wirklich gleich. Puh, jetzt reicht es mir langsam. Mal schauen, wo es uns noch hin verschlägt. Yes. So, jetzt haben wir mal welche am Video. Das ist auch gut. Ist noch ein bisschen ein Trail. Das ist spitze. Darauf habe ich natürlich immer Lust. Egal wie müde ich bin. So, ich hab's geschafft. Ich bin übers Ziel. Da, schaut her. Pizza Bier, Jungs! Bravo! Ziel! Yes! Dritter Tag quasi auch geschafft. Jetzt müssen wir noch durch den richtigen Bogen. Dann haben wir es tatsächlich. Ja, war noch cool jetzt, oder? Das war richtig cool. Jetzt haben wir den Teampartner auch mal drauf. Ja, das ist mein Spezi, das ist der Schalli. Sehr schön. Wir sind 105 Jahre. Ah, zusammen. Ja. Und die gleichen Bikes. Ja. Nicht schlecht. So. Ja, er hat mir noch so ein bisschen Pfefferminz gegeben. Das war tatsächlich sehr fein, muss ich gestehen. Habe ich davor noch nie probiert. Was bringt das genau? 20% Leistungssteigerung. Wow. Die Minze ist genial. Die Schleimhäute ziehen sich zurück und du kriegst mehr Sauerstoff. Die Zeitnahme war dann schon beendet, aber es ging noch eine schier endlose Abfahrt runter bis Aprika. Die war natürlich sehr schön. Alles, was runter geht, ist, wenn es dann genug ist, immer schön. Und vor allem bei bestem Wetter. Also das hat wirklich noch wirklich viel Spaß gemacht. Aber laut Musik geht es noch ein bisschen rauf. Jetzt geht es noch durch den richtigen Zielbogen durch. Wuhu! Sauber! Und auch heute, das kann einfach wieder abgegeben werden. Super, super cool. Hier ist die Ziel Area. Ich bin schon umgezogen. Und falls ihr euch jetzt fragt, wie das geht, hier gibt es diese Daily Bags, heißen die. Da habe ich euch ja schon ein paar Mal gezeigt, wie ich die zum Start mitnehme und dann abgib. Und dann haben wir eben hier diese netten Jungs, die kümmern sich um alles. Kannst du dir das schon mal geben? Genau, super, vielen Dank. Ihr seht, wie das läuft. Fliegend, das ist echt mega. Und so muss man eben dann nicht mit den nassen, verschwitzten Sachen hier rumwuseln, sondern kann sich umziehen. Mega Service, vielen, vielen Dank. Auch schon da. Perfekt. Gratuliere. Habt ihr alles rausgeholt bei der Abfahrt? Ja klar. Das Wichtigste läuft noch. Gemeinsames. Genau, da wart ihr noch nicht da. Prost. Abfallen konnte ich es leider nicht. Ich hatte es versucht. Ich bin mal hingewatscht nach einer Stunde. Aber da war noch nichts in Sicht. Ich habe sogar extra mal gefragt. Und dementsprechend sind sie ohne Video eingeflogen. Vielleicht haben sie es selber gefilmt.